Ihr schaut Endeavil TV und zwar haben wir diesmal ein Samsung N950 Netbook, das wir komplett auseinandernehmen werden jetzt. Zuerst zeige ich euch, wie man den RAM ausbaut und dann zeige ich euch das ganze Gerät von innen. Fangen wir aber zuerst mal mit dem RAM an, der sich zum Glück sehr einfach entfernen lässt. Man muss noch nicht mal den Akku rausnehmen, wobei es bei solchen Arbeiten eigentlich immer besser ist, wenn man den Akku rausnimmt, damit es überhaupt keinen Strom gibt im Gerät selbst. Also man muss einfach hier beim Memory einfach diese eine Schraube entfernen, die ich jetzt hier rausgeschraubt habe. Das Gerät hier einfach so nach oben oder die Klappe einfach so nach oben abheben. Und dann sieht man hier schon den 1 GB fest verbauten RAM. Beziehungsweise die kann man austauschen auf maximal 2 GB. Hier könnt ihr ablesen, es ist ein Samsung 6400er, aber was wichtiger ist, 666 MHz RAM, DDR2. Achtet darauf, dass ihr bei Amazon oder sonst wo DDR2 RAM kauft. Rausnehmen könnt ihr ihn einfach, indem ihr hier die zwei Klappen an der rechten und linken Seite auf die Seite zieht. Und dann klappt das Ganze automatisch hier so hoch. Das kann man hier ganz gut erkennen. Und dann kann man den RAM einfach rausnehmen, den Arbeitsspeicher. So. Und hier steht es auch nochmal, DDR2 RAM nur. SODIMM heißt diese kleine RAM-Art. In normalen Desktop-PCs ist es etwas größer. Aber auf endevil.com auf der rechten Seite in der Sidebar könnt ihr die richtige RAM-Steine kaufen, denn in jedem Netbook ist es eigentlich das gleiche. Und beim Wiedereinsetzen einfach den RAM so einsetzen, dass auf der linken Seite die kleinere Hälfte zu sehen ist. Einfach hier so reinschieben, unten in die richtigen Pole und dann nach unten reindrücken, bis hier rechts und links das Ganze einrastet. Ihr könnt schon erkennen, ich habe schon alle anderen 14 Schrauben insgesamt hier auch gelöst beim Gehäuse. Denn vielleicht will jemand von euch eine SSD einbauen oder eine etwas bessere WLAN-Karte, obwohl hier auch schon Bluetooth mit dabei ist. Beziehungsweise ein PCI-Express-Slot, also nicht Slot, Platz habe ich auch noch gefunden. Da muss man allerdings selber viel löten. Also, wie ihr das ganze Gerät aufkriegt, wie schon gesagt, alle 14 Schrauben hier, die man alle sehen kann, ist keine von denen versteckt, schön rausschrauben. Ich habe es jetzt mal drin gelassen. Den Akku entfernen, auf jeden Fall. Und dann mit einer nicht mehr benutzbaren oder keine unbedingt sehr wertvolle Plastikkarte nehmen und dann anfangen, hier über dem roten Streifen reinzugehen und das Ganze leicht zu lösen, so dass sich das Ganze hier ein bisschen hochklappt und einfach außenrum einmal gehen. Den Schalter hier könnt ihr drin lassen und dann einfach danach weitermachen und dann, ja, einmal hier rumgehen. Schön überall mit der Plastikkarte einmal außen rum. Das habe ich ja vorhin schon gemacht, deswegen sollte es jetzt nicht mehr so schwer sein. Worauf ihr achten müsst, ist, dass ihr, also ich habe hier bei der rechten Seite lieber angefangen, weil bei den Kopfhörerausgängen muss man immer aufpassen, weil die rausstehen in das Gehäuse rein. Da kann man nicht einfach so das Gehäuse hochheben. Deswegen fange ich immer auf der Seite an, wo nichts heraussteht. Und hebe da alles einmal hoch. Vor allem bei den Gehäusescharnieren ist es immer etwas schwieriger. Da ist das Gehäuse immer etwas fester oder stabiler angebracht, kann man so sagen. Deswegen ist so eine Plastikkarte ganz praktisch. Aber natürlich beim Show-Effekt schaut das Ganze immer etwas schwieriger aus, als es eigentlich ist. Na? So, dann mache ich mal hier unten weiter. Hier ist es auch schon so ein kleiner Schlitz entstanden. Da einfach hier durchgehen, ganz easy, seht ihr schon. Und dann löst sich alles von alleine. So. Jetzt fliegen hier die Schrauben um die Ohren, weil ich sie nicht rausgemacht habe. Also, das ist mein Fehler. Aber ich weiß ja, es sind 14 Stück. Und dann merkt ihr schon, hier auf der anderen Seite kriege ich es jetzt nicht so wirklich hoch, weil, wie schon gesagt, die Kopfhörer stehen da raus. Also müsst ihr das Ganze hier ein bisschen auf die Seite schieben. So, und schon ist man im Gerät drin. Das sah jetzt ein bisschen extrem aus, ist aber alles halb so wild. Hier könnt ihr sehen, wir haben natürlich immer noch den RAM. Hier drunter ist die CPU verbaut mit einem Aktivkühler, den man eigentlich kaum hört. Das hier ist eine Seagate 52 GB Festplatte. Hier kommt die SD-Karte rein.
die dann aus dem Gehäuse raussteht, wenn man sie dann einsetzt. So würde das Ganze ausschauen. Hier PCI Express Slot, hier könnte ein UMTS Modem sein, aber hier kann man auch einen Broadcom Chip selber nachlöten. Hier seht ihr die Lötpole. Ansonsten die zwei Lautsprecher natürlich. Und ja, hier das WLAN und Bluetooth Kabel vom, ich glaube das ist ein Broadcom Chip, bin mir nicht sicher, von der WLAN Bluetooth Karte hier, beziehungsweise das Display Bild geht hier auch in das Display rein mit den schön stabilen Display Scharnieren. Beim Zusammensetzen müsst ihr einfach wieder das Gerät aufsetzen, beziehungsweise das Gehäuse aufsetzen und dann festdrücken, zuschrauben und schon habt ihr euren RAM oder eure Festplatte getauscht. Bei der Festplatte müsst ihr noch hier eine oder beziehungsweise zwei schwarze Schrauben, jetzt seht ihr das nicht, hier zwei schwarze Schrauben entfernen und dann das Kabel hier rausziehen und schon könnt ihr eine SSD einbauen. Das war Endeavil TV mit dem Samsung N150 Netbook, mit der N150 Netbook Operation, könnte man schon fast sagen. Auf endeavil.com findet ihr einen kompletten Test und youtube.com/endeavil TV gibt es natürlich weitere Videos zu diesem Gerät und vielen anderen. Vielen Dank fürs Einschalten.